Willkommen bei Ghost TV, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werden wir mal über die zwei häufigsten Abzugsfehler sprechen, nämlich über das Reißen am Abzug und das Nicken der Waffe. Wenn euch das Video hinterher gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass dieses Video kommt und leider Gottes ist unser Stand noch zu. Das heißt, mein kleines provisorisches Studio hier muss letztendlich wieder mal herhalten. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie sich das verhält bei der Kurzwaffe, wenn ich am tatsächlichen nicht kontrolliert langsam und vorsichtig den Schuss brechen lasse, sondern wenn ich am Abzug reiße. Und das Gleiche gilt auch für das Nicken. Das Nicken einer Waffe bedeutet, wenn ich unbewusst beim Abzug, unabhängig vom Reißen am Abzug, wirklich die Waffe nach unten drücke. Ja? Und das werden wir uns jetzt gleich mal genau angucken, warum es so ist. Wichtig ist im Vorfeld schon mal, für den Fall, dass man das hinter dem Video nicht ganz so gut erkennen kann, um das Reißen zu verhindern, benutze ich immer das erste Drittel des Fingers. Nicht bis zum ersten Glied oder noch weiter den Finger in den Abzug legen, weil damit drücke ich die Waffe unbewusst als Rechtsschütze nach links und als Linksschütze dementsprechend nach rechts. Das hat was mit unserer Unterarmmuskulatur zu tun. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Im optimalsten Falle wird der Abzug tatsächlich gerade nach hinten gezogen. Gehe ich aber hin, zeige es euch nochmal, den Finger zu weit im Abzug, dann sorgt meine Unterarmmuskulatur letztendlich dafür, dass wenn ich den Abzug betätige, ich strenge jetzt den Unterarmmuskel wirklich mal an, dann seht ihr, natürlich sehr übertrieben, wie die Waffe wandert. Drücke ich den Abzug gerade nach hinten mit dem ersten Drittel, ja, dann passiert da nicht viel. Die Waffe bewegt sich zwar, aber das ist extrem minimal und das Ganze im beidhändigen Anschlag ist natürlich noch wesentlich präziser. Ich würde sagen, wir bauen mal um, gehen mal rüber an unsere weiße Wand und dann schauen wir uns das mal ganz genau an. Ja, unsere Glock wieder, kein Magazin, Waffe ist offen, entladen, selbstverständlich. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, als allererstes, warum drücke ich unbewusst als Rechtsschütze die Waffe nach links und warum genau umgekehrt als Linksschütze dementsprechend nach rechts. Wir gehen in den Anschlag, Waffe wird geschlossen, jetzt achtet mal auf den Finger. Wenn ich ihn zu weit durchstecke oder in den Abzug stecke, dann passiert Folgendes. Wenn ich Druck ausübe, das ist jetzt etwas übertrieben dargestellt, weil sonst kaum zu erkennen ist, aber ich drücke die Waffe unbewusst nach links rüber. Ich zeige es euch nochmal. Achtet wieder auf den Finger, der ist relativ weit drin. Ja, es ist also Mühe manchmal nur, den ich rüber drücke. Aber das ist eben das große Problem. Richtig wäre, wenn ich wirklich mit dem ersten Drittel, seht ihr, der Finger ist kaum zu sehen, ja, wenn ich jetzt langsam und kontrolliert abdrücke, dann passiert da nichts. Die Waffe bewegt sich so gut wie gar nicht. Im Optimalfall bewegt sie sich gar nicht. Und das ist der große Fehler, den viele machen, dass der Finger einfach zu weit reingesteckt wird in den Abzug und dann natürlich zu viel Kraft ausgeübt wird und das Ganze natürlich auch nicht langsam gemacht wird, sondern wirklich so rübergezogen wird. Ja.
Das heißt, man reißt am Abzug und unbewusst drückt man die Waffe dann dementsprechend rüber. Ich zeige euch das Ganze nochmal von der Seite. Ihr seht, Finger ist sehr weit im Abzug. Und ich hoffe, man konnte sehen, man drückt die Waffe bewusst etwas rüber. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie es aussieht mit dem Nicken. Also, wenn man eine Waffe nicken lässt, dann drückt man sie unbewusst nach unten. Ich zeige es euch nochmal, etwas übertrieben dargestellt. Das hat jetzt noch nicht mal was damit zu tun, ob der Finger weit im Abzug ist oder eben mit dem ersten Drittel abgezogen wird. Ihr geht unbewusst hin und beim Abzug drückt ihr die Waffe nach unten. Richtig wäre, auch hier wieder, sich vom Schuss überraschen zu lassen und wirklich langsam gleichmäßig abdrücken, bis der Schuss bricht, dann passiert nichts. Warum das aber so kompliziert ist und warum ihr es unbewusst macht, das werden wir uns jetzt gleich mal genauer anschauen. Wir haben jetzt gesehen, wie sich das mit dem Reißen und mit dem Nicken verhält. Zum Nicken möchte ich noch ein bisschen was sagen. Das ist ein unbewusster Vorgang, genau wie beim Reißen. Man muss sich also unheimlich disziplinieren. Vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch schon mal aufgefallen. Als ihr das erste Mal auf dem Stand wart oder auch wenn ihr jemanden seht, der das allererste Mal schießt. Der erste Schuss, also das erste Mal, wenn er eine Waffe abfeuert, ist der Treffer meist gar nicht mal so verkehrt. Warum? Ganz einfach. Er weiß noch nicht, was auf ihn zukommt und das Gehirn hat da noch keine Information drüber gespeichert. Das heißt also, er ist noch sehr jungfräulich und er macht nichts falsch. Ja? Nachdem aber der erste Schuss abgefeuert wurde, speichert das Gedächtnis schon ab, oh, die Waffe schlägt nach oben, ja, und ich erschrecke mich davor. Und dem wollen wir beim Nicken eigentlich unbewusst entgegenwirken. Das heißt also, wir wissen, die Waffe schlägt nach oben, wenn ich abgedrückt habe. Also wirke ich schon mal unbewusst dagegen und gucke, dass ich die nach unten gehalten drücke. Und das ist das Problem. Ja. Das ist schwer abzustellen, aber ihr müsst einfach, wenn ihr diesen Fehler macht, schusssicherer werden und ihr müsst euch wirklich vom Schuss überraschen lassen. Denn in dem Moment, wo die Waffe generell hochschlägt, da ist die Kugel schon längst vorne in der Pappe. Das heißt also, wir machen uns da zu viele Gedanken drüber, aber das kriegen wir leider Gottes auch nicht so schnell abgestellt. Das ist also ein ganz normaler Vorgang. Deswegen kann man das Ganze immer nur üben, üben und üben. Und was eben ganz wichtig ist, egal ob es ums Reißen geht oder ob es ums Nicken geht, ihr müsst versuchen, zumindest am Anfang, das Ganze sehr konzentriert und auch langsam zu machen. Also wirklich den Abzug betätigen, so lange Druck auf den Abzug ausüben, bis der Schuss bricht. Und das Ganze wirklich, ich sag's mal übertrieben gesagt, schon in Zeitlupe, damit ihr euch an dieses Gefühl gewöhnt und das Gehirn auch die richtige Hand-Augen-Koordination da abspeichern kann. Ja, ich hoffe, das Ganze war etwas informativ für euch. Vielleicht konnte der eine oder andere was damit anfangen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.